Hallo Leute, recht herzlich willkommen in der Folge Nummer 238 von Avorion. Ja, wir sind hier in einem Sektor, wo es eine Waffenfabrik gibt zum Beispiel. Und Zulieferer hatten wir auch. Da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt vielleicht da mal gucken, was wir für Waffen bauen können, was wir für Materialien brauchen. Alles nach dem Intro, würde ich sagen. Bis gleich. So, dann wollen wir mal die Waffenfabrik suchen. Und aufrufen. Geschütztürme bauen. Ah, alles klar. Laut unseren Unterlagen dürfen wir keine Geschäfte mit ihnen machen. Das ist schlecht. Die UKO. Und die UKO sind... relativ neutral, mittig, ne? Das würde bedeuten, wir müssen jetzt eigentlich gucken, dass wir bei denen was kaufen und verkaufen. Stahlfabrik. Ja. Da gibt es auf jeden Fall einen Handelsposten. Dann würde ich doch mal sagen, dock doch mal. Ah, nee, das ging irgendwie anders, ne? Hierhin fliegen, ja. Kriegen wir das auch so? Nee, ne? Hierhin fliegen. Wir sind da. Da gibt es auch noch einen Weg weiter. Wahrscheinlich direkt hierhin. Da müssen wir dann vielleicht auch noch mal gucken, notfalls, ne? Was da so los ist. Fliegen wir mal zum Handelsposten. Der Autopilot macht das jetzt für uns, aber so schnell ist er jetzt auch nicht, ne? Das Schild lädt noch auf, ne, oder? Ja, das lädt auf. Gut. Autopilot aktiv. Ja. Der wird schon machen, ne? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen Handel kriegen oder sowas. Also was kaufen und verkaufen. Um dann, Reputation und wie der sich auch immer schimpft hier, ne, kriegt. Ja, das ist jetzt, da gibt es sogar was, eine Aufgabe auf der Station, ne? Ja. Wie, was macht denn der denn? Ah, jetzt dockt er an. Geht das auch schneller? Also hier hinfliegen ist ja schon mal cool, dass er dabei dockt dann, ne? Aber das Andocken ist ziemlich langsam, ne? Wenn ich jetzt F drücke, geht das nicht schneller, ne? Dann muss ich Rücktaste machen und dann... Nee, geht auch nicht. Also wenn ich das mache, geht das eine Ecke schneller, oder? Kann das sein? Täuscht das? Nee, ne? Das geht eine Ecke schneller. Gut. Jetzt sind wir gedockt. Güter handeln. Okay, das ist gelb, das darf man nicht, ne? Von Station kaufen. Kraftgeneratoren. Wasserstoff, Stickstoff, Neutronenbeschleuniger. Die sind bestimmt schön, ne? Kraftstoffgeneratoren. Da gibt's maximal 6 können wir maximal kaufen. Ach so, weil es hier auch nur 6 gibt, Vorrat. Kaufen. Haben wir uns ein bisschen verbessert. Verkaufen. Jetzt gibt es da keine. Habe ich die nicht verkauft gerade? Nee, habe ich nicht. Nochmal 1200, aber das war jetzt, naja. 2800. Wir sind noch neutral mit denen, ne?
da gibt es jetzt einige Punkte dazu, ne? Sind noch neutral. So schummelt sich der Thomas Steele hier durch, ne? Aber auf der anderen Seite ist es kein Schummeln. Man kauft ja gegen Geld diese tollen Einstellungen, ne? Das ist immer um 12.000 verbessert, oder? Verstehe ich das falsch? Jetzt haben wir keine Credits mehr dafür. So, jetzt mal gerade gucken. Wie sind wir denn jetzt? Naja. 30.000. Und wir haben jetzt 12.325. Dann war das jetzt nicht jedes Mal 12.000 dazu, sondern das waren einfach nur so Pillepalle dazu, oder? Okay, das war also ein Satz mit X, das war wohl nix, ne, oder? So, weggedreht sind wir da schon mal. Was ist das? Stahlfabrik. Gibt's hier irgendwas Nützliches? Ressourcendepot oder sowas? Raumjägerfabrik, Stahlfabrik, Waffenfabrik, Stahlfabrik, Waffenfabrik, Zuliefer, Handelsposten. War jetzt auch nicht so dolle, ne? Südwesttor. Südwesttor, das ist doch unser Tor, was wir mal gerade reinfliegen werden. Schauen wir doch mal, was da los ist, ne? Vielleicht gibt es da noch irgendwo was, wo wir was machen können. Die Ukeo. Ah, ich sehe gerade, das Tor ist ein bisschen doof zum Anfliegen. Ah. Ist jetzt auch nicht besser geworden, oder? So müssten wir durchkommen, oder? Ah, ich glaube schon, so geht's. So, einmal da durch und dann gucken, was im nächsten Sektor auf uns wartet, ne? Vielleicht kriegen wir ein paar Rohstoffe gekauft oder sowas da. Also es geht auf jeden Fall weiter, das ist schon mal gut. Und was ist hier los? Eine Schiffswerft. Ja, dann lass uns mal doch zur Schiffswerft gerade fliegen, oder? Können wir da... Was können wir da machen? Gute Frage. Was reparieren, aber mehr auch nicht, oder? Ist das da hinten der nächste Weg dann? West, Süd, West, ja. Ist also über diese Schiffswerft, dann müssen wir sowieso nach da hinten weiterfliegen, Ben. Schauen wir mal. Und sie haben es gegen uns angewandt, ohne auch nur unsere Sprache zu kennen. Ja, siehst du? Dass die alle können, ne? Da sind wir durch. Jetzt gibt es hier im Sektor eine Schiffswerft. Das bedeutet, dass man hier auch was ein- und ausbauen kann, ne? Oder war das anders? Ah, mein Gott, das war auch jetzt nicht gerade weit weg, ne? Dass du halt bei mir reingeknallt bist, oder? Oh, jetzt zieht er sich da noch hin, wo ich hin will, ne? Gedockt sind wir da. Schiff bauen, Reparaturdock, Güterhandel, Crew, schwarzes Brett. Reparieren brauchen wir hier nicht. Das war wohl gerade jetzt nicht so der Sinn und Zweck der Übung, dass ich hier wollte, ne? Ich wollte eigentlich, wenn ich hier Schiffe reparieren, aber das zerstört Crew bezahlen. Achso, das kann ich irgendwie auch nicht, ne?
Lass es am Reparaturdock abschleppen. Ach, Reparaturdock und nicht Schiffswerft, alles klar. Okay, dann nicht. Gut, dann, wo war das Tor? Süd-Südwest. Ich glaube da, oder? Ne, West-Südwest war es. Dann bewegen wir uns da mal hin. Was ist das denn hier? Ein Schiff oder was? Ne, ein Asteroid. Sah aus wie eine Station, ne? West-Südwest, da müsste es ja weitergehen. Also hier war ja jetzt nichts außer dieser Schiffswerft, naja. Gut, dann einmal durch das Tor durch und gucken, was dahinter ist im nächsten Sektor. Es gab ja eine Verbindung. Nächster Sprung. Schauen wir da mal rein. Es gibt wieder eine weitere Verbindung, das ist schon mal gut. Chemiefabrik, Glashersteller, Plastikhersteller, Reisfarm, Ressourcendepot, Handelsposten. Und hier sind das die Oids, die sind mit uns auch neutral. Ressourcendepot. Ah, da können wir ein paar Ressourcen verkaufen, wenn, ne? Wenn wir Geld kriegen, können wir ein bisschen mit denen hier handeln. Aber bringt uns das gerade hier was? Ich glaube, wir sollen uns auf einen konzentrieren, oder? Oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht fliegen wir besser dahin. Subraumsignale kommen an, okay. Okay, jetzt müssten wir so fliegen, damit wir ankommen. Gut. F sind wir schon dran. Sind das zwei Dockstationen da rechts? Wahrscheinlich nicht, ne? Er ragt wunderbar da unten raus, aber ein Dock ist das nicht. Was jetzt passiert? Das Schiff angegriffen. Oh, jetzt fehlt mir das auch noch, ne? In Sektor wechseln, in Schiff wechseln. Wechseln. Traveler wieder. Ist hier noch wer? Ja, da sind sie. Kann der auch weg, oder? Ah, Torpedos und die schießen wieder ganz dolle. Ich weiß nicht, wie stark unser Schiff jetzt hier war, ne? Vielleicht nehmen wir mal einen mit, vielleicht geht's dann mal ein bisschen besser, oder? Ist der näher? Den kriegen wir aber so weggeschossen, ne, oder? Kriege ich den? Ja, ich glaube, das können wir mal angehen, oder? Ah, die Torpedos, die sind ziemlich nervig. Und jetzt müssen wir mal näher ran, damit wir den auch treffen, ne? So, wer jetzt was? Schild ist weg. Aber ich hab den sein Schild gerade mal nicht runter, ne?
So, jetzt ist das Schild weg. Okay, es hat gut geknallt, aber es hat nichts gebracht, ey. Ich muss wenn einen haben, ne? Ich kann mich nicht um alle kümmern. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht bei drauf gehen. Das ist das nächste, ne? Noch läuft's. Mamma mia, ey. Kriegen wir den jetzt mal kaputt? Wie Zeit für einen, ey. Ich krieg noch nicht mal einen runter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht selber drauf gehe. Da unten sieht es nicht gut aus gerade. So, jetzt aber. Hey, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist nur ein Schüsschen oder sowas. Würdet ihr das mal jetzt erledigen hier? Oder ist er schon kaputt? Ist schon kaputt, so ein Shit. Jetzt muss ich nur schnellstens hier mal wegkommen, ne? Aus dem Sperrfeuer. Wir haben nicht mehr so ganz viel. Puh. So, Schild kommt zum Glück wieder hoch. Die sind ganz schön beschäftigt da. Ich glaube, es kann sein, dass es zwei verschiedene Fraktionen sind. Xotan-Zerstörer. Zotan-Zerstörer? Nee. Die haben doch untereinander gerade geschossen, oder habe ich das falsch gesehen? Aber da brauchen wir nicht wieder hin, das hat keinen Sinn. Lass uns gucken, dass wir hier wegkommen, irgendwo hin. Das müsste klappen eigentlich, dass wir hier wegkommen, oder? Sprungroute berechnet. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich los und dann da durch, oder? So, weg sind wir erstmal. Vorsichtshalber, wer weiß, was uns im nächsten Sektor erwartet. Nicht so prickelnd gerade, ne? Und reparieren ist ja auch wieder schwierig, ne? Hier sind doch keine Feinde, ne? Naja. Lass uns mal gerade da oben gucken, dass wir hier das verkaufen, was es da gibt. Oder nehmen. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Okay. Das ist erstmal erledigt. Hier ist jetzt leider nichts. Das heißt, wir springen jetzt aber mal gerade hier hin, um unsere beiden Schiffe zusammenzuholen. Hat ja anders keinen Sinn hier, ey. Einmal bitte drehen. Schild kommt auf jeden Fall gut schnell hoch. Dann sind wir erstmal ein bisschen geschützt. Aber der Rest ist natürlich nicht so prickelnd, ne? Und reparieren wird bestimmt schweineteuer sein, ey. Das läuft hier gerade richtig schlecht, ne? Wir sind einfach nicht dafür ausgerüstet, hier im Kern zu sein. Kann das sein?
So. Hier sind auf jeden Fall andere und das ist schon mal gut. Da hinten ist unser Schiff, fliegen wir erstmal da erstmal ein bisschen näher hin. Und dann müssen wir gucken, dass wir das hier ein bisschen repariert kriegen, was wahrscheinlich nicht klappen wird und so. Und dann müssen wir weiter gucken. Das war jetzt gerade so richtig schlecht, ne? Okay, ich denke mal, das kriegen wir aber irgendwie hin. Und ja, müssen wir gucken, ne? Müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. So, dann würde ich sagen, soll es erstmal für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.